lange nicht gesehen, ihr zwei. Dev, du hast nicht gesagt, dass er in der Stadt ist. Miss Holiday und ich haben uns Vorräte von den Kabalen besorgt. Sie bleibt momentan im Hintergrund. Du markierst die Kisten, ich fliege sie raus. Kann's kaum erwarten. Diese vierarmigen Banditen versuchen uns zuvorzukommen. Das dürfen sie nicht schaffen. Nun, ich schätze, eine Kiste ist besser als keine. Bist du bereit für den Teleport, Amanda? Nicht so schnell. Ich schicke die Koordinaten, die nicht weit von deiner Position entfernt sind. Die habe ich auch im Blick. Ich mache mich auf den Weg. Wer als letzter im Hof ankommt, ist ein Geächteter. Allerliebst. Wir sind hier und wir haben Gesellschaft. Rotwäsche haben sich niedergelassen und jede Menge Geschütze aufgestellt. Schalte sie aus, ja? Aber ich will nicht riskieren, von irgendeinem Scharfschützen erwischt zu werden. Ein echter Scharfschütze verlässt sich nicht auf Glück. Aber versucht diesen Hof zu säubern, ihr zwei. Und wirf ein Signal ab, ja? Grünes Signal. Jetzt komme ich. Diese Vorräte sollten die Farm für eine Weile am Leben halten. Gut gemacht. Sekunde. Dev, siehst du, was ich sehe? Ja, noch ein Depot mit Vorräten. Aber die kommen mir irgendwie bekannt vor, oder? Ein leerer Arkusspeer von einem der stichligen Jungs. Die Gefallenen hatten es ja schon immer schwer. Die Gefallenen haben uns also bestohlen, bevor wir gestohlen haben, was sie der Rotlegion gestohlen hatten. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Sichere das Depot und Miss Holiday macht sich sofort auf den Weg. Keine Chance, Dev.
In diesen Gebäuden könnten sich hunderte von Gefallenen verstecken. Ich warte, bis alles gesichert ist. Hier ist nichts gesichert. Eher sehr ungesichert. Die Sache ist mir zu heiß. Ich habe auch keine Richtlinie. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid stark, wie man so sagt. Der Himmel sieht klar aus. Ich bin zu euch unterwegs, um die Sachen abzuholen. Die Farm dankt euch. Gut gemacht. Sehr gut. Tu mir einen Gefallen und sieh nach, ob es noch Tee gibt.